In Sonys klassischem Jump'n'Run Sly Raccoon seid ihr Sly Cooper, der jüngste Spross einer Familie von Meisterdieb Waschbären. Man hat eurem Vater ein Buch geklaut, nämlich das Buch des Meisterdiebs, in dem alles Wissenswerte drinsteht, um vernünftige Einbrüche zu planen. Fünf Schurken haben das geklaut und in fünf Teile zerteilt. Und ihr müsst diese fünf Teile in Sly Raccoon wiederholen. Das Ganze ist ein 3D-Jump'n'Run. Spielerisch relativ konventionell, aber einfach nur wunderschön gemacht und mit super viel Stil. Es gibt, wie immer, neben den fünf Teilen des Meisterdieb-Buchs, die ihr einsammeln müsst, noch jede Menge anderes Zeug einzusammeln. Ihr habt zum Beispiel eben gesehen, da gibt es Münzen. Wenn ihr 100 Münzen gesammelt habt, schnallt sich euer Meisterdieb ein Hufeisen auf den Rücken und damit habt ihr sozusagen einen Freischuss, ein Bonusleben. An diese Hufeisen kommt ihr allerdings auch noch auf anderen Wegen heran. So liegen sie zum Beispiel ab und zu im Level herum, wie jetzt gerade hier auf diesem Auto. So, wenn ich jetzt das nächste Mal getroffen werde, kostet mich das kein Leben, sondern nur mein Hufeisen und ich darf da weitermachen. Neben den Münzen gibt es noch Flaschen, die überall verstreut herumliegen, zum Beispiel in diesen Safes hier. Mit diesen könnt ihr, wenn ihr die vorgegebene Zahl pro Level eingesammelt habt, Special Moves bekommen. Dazu müsst ihr einen im Level versteckten besonderen Safe finden. Und wenn ihr alle Flaschenposten dieses Levels eingesammelt habt, könnt ihr einen Code eingeben und bekommt dann aus diesem Safe einen bestimmten Special Move, wie zum Beispiel einen Hechtsprung vorwärts. Das zeige ich euch jetzt mal. So, hier haben wir jetzt mal alle Flaschen im Level eingesammelt, geben an diesem Safe die Kombination ein, die unser Kumpel für uns geknackt hat. Und tada! Da haben wir jetzt eine Seite aus dem Buch des Meisterdiebs, auf der steht jetzt ein Special Move, den wir von jetzt an benutzen können. Die fünf Welten der fünf Schurken, die euer Buch geklaut haben, unterscheiden sich optisch fundamental voneinander. Hier haben wir zum Beispiel eine Casino-Welt in so einer ausgestorbenen Westernstadt voller Köter. Oder hier eine Sumpf-Voodoo-Welt voller Spinnen, Stechmücken oder irgendwelcher obskurer Voodoo-Puppen. An bestimmten Stellen, die durch dieses blaue Licht markiert sind, lassen sich besondere Diebesschleichmanöver ausführen. Damit könnt ihr an Gegnern vorbeikommen und sie dann von hinten erledigen. Ab und zu müsst ihr Passagen unter Zeitdruck hinter euch bringen, weil euch irgendwer irgendwie im Nacken ist. Hier zum Beispiel Camellia Fox, die Oberpolizeikommissarin, die euch immer mal wieder im Spiel zu Leibe rückt und euch gerne einknasten will. Aufgelockert wird das normale Jump'n'Run-Geschehen durch verschiedene Minispiele. Hier müsst ihr zum Beispiel eurem tollpatschigen Kumpel Feuerschutz geben, damit er einen Schlüssel einsammelt. Einen der Schlüssel, die dazu nötig sind, neue Abschnitte im Spiel freizuschalten. Um in diesem Minispiel hier an den Schlüssel zu kommen, müsst ihr innerhalb von 2 Minuten 25 Fackeln anzünden mit dem Flammenwerfer, der in euer Sumpfboot integriert ist. Energie für euren Flammenwerfer tankt ihr, indem ihr Piranhas überfahrt. Nach Logik sollte man in Jump'n'Runs manchmal nicht fragen. Am Ende jeder Welt lauert
als Oberboss des Levels einer der fünf Schurken, die euer Buch geklaut haben. Hier seht ihr den ersten. Die Kämpfe sind eigentlich immer sehr kreativ und unterhaltsam. Überhaupt ist das Spiel sehr, sehr abwechslungsreich, allerdings ziemlich kurz. Dafür wiederholt sich auch nichts. Jedes Element wird einmal abgefeiert. Mir hat super gut gefallen. Alles weitere zu Sly Raccoon lest ihr in meinem Test im Heft.